So, wir sind heute mit Bardo unterwegs. Und wir sitzen in Gekmaros hier in den Ruinen am Flüchtlingsdorf und gehen jetzt mal hier zu dem total tollen Osttor. Denn wir haben vor, mit der lieben Shizuko, aka Fuchs hier, heute mal BT zu laufen. Hat sich gerade angeboten. Und momentan sind wir Lucky Dice dabei. Ist einfach nur, du kannst einmal pro Tag, war das glaube ich, einmal würfeln. Und dann wirst du halt hier bewegt und bekommst dann das, was auf dem jeweiligen Feld ist. Und da ist schon geiles Zeug dabei. So, damit wir mal ein bisschen schneller machen. Werden zwar höchstwahrscheinlich eh gleich gebufft. Man kann drei Würfel noch free aus dem Shop holen. Okay, cool. Das ist praktisch zu wissen. Das wusste ich nicht. Immer gut, noch jemanden dabei zu haben. Ah, ich liebe die Musik. Wir haben auch, also ich werde definitiv nach Udas und die Stahlhake laufen. Da suche ich mir ansonsten jemanden, der einfach Gruppe hält. Weil da muss Shizuko, glaube ich, nicht mit. Das ist dann wirklich Low Level. Also Stufe 40 mit Stufe 70 zu laufen, ist eigentlich schon ein bisschen witzlos. Aber da gibt es doch Bosse, da ist es ganz gut, die Boss-Mechanik zu kennen. Wie zum Beispiel beim Bombenboss in Stahlhake. Das ist. Wäre ganz hilfreich für einige, denke ich. Auch wenn es ziemlich spät kommt. Aber lieber zu spät als gar nicht, oder? Ganz schön weiter Weg, Mensch. Eigentlich war hier mal eine Festung. Dann konntest du dich in die Festung teleportieren und bist einfach hier lang gelaufen. Jetzt musst du halt den ganzen bekackten Weg hier lang. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht noch hätte. Nee, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen doof gemacht. Hier waren halt eigentlich mal zwei Festungen und Artefakte. Aber es haben sie alles weggenommen. So. Hab hier sogar noch eine Quest. Ist lustig. Da. Und da. So, ich hoffe, ich komme jetzt rein. Ich stelle mich nämlich manchmal ganz schön dumm an. Auf Bade geht's, aber auf allen anderen Klassen ist es noch etwas schwer. So, hier haben wir nämlich schon den ersten Scheiß rumstehen. Alle, die ein geiles Spellschild. Alle, die ein Spellschild hier haben, also Beschwörer und eigentlich auch Barde, kommen hier eigentlich auch einfach durchgelaufen. Alle, die es nicht haben, empfiehlt man einfach eine Seite der Mobs mal fix zu töten und dann geht das auch. Bei den Magussen muss man halt aufpassen, die haben halt, wie man es gerade gesehen hat, die haben halt ein Spellschild, ein Spiegelschild, was jeglichen Damage, den du an denen verursachst, zurückwirft. Und wenn du da nicht drauf aufpasst, tötest du dich mal ganz schnell selber. Das ist in der Instanz dann nicht genauso, da stehen auch solche rum. Und da habe ich mich auch das ein oder andere Mal auch schon getötet. Aber eigentlich hat eine Barde ein Dispel. Eigentlich. Ich habe ihn aber nicht mehr. Seit mir die Sigmen entzogen worden, habe ich den nicht mehr. Ich sollte ihn mir mal wiederholen. Auf 11. Ich hoffe, es sind keine Tauben da, aber so wie es aussieht, dieser Kurs ist noch heil und ist noch am Leben. Dann wird es schon schief gehen.
So, jetzt sind wir hier und hier ist auch Korridor des Verrates mittlerweile. Und wir wollen halt darunter. Gibt es auch Quests, die man machen kann? Aber kann halt, ne? Man muss nicht. Und hier muss man halt, wenn man Stufe so 53 ist, noch ein bisschen aufpassen, weil hier rennen teilweise ein paar Mobs rum, mit denen will man sich's nicht verscherzen. Die kann man aber ganz leicht dodgen. Das ist alles eine Frage der Positionierung und der Erfahrung teilweise. Also, ich hatte auch dort und da schon mal einen angezogen. Ich habe einfach Spell Shield reingemacht, Schriftrollen rein und bin durchgelaufen. Bei der letzten Passage bin ich tatsächlich aber, glaube ich, auch schon mal in einem gestorben. War es aber nicht nur einer, der hat dann noch andere angezogen. Und da hatte ich ein Aggro von drei von denen und das hat sich nicht so gut ange. Das war nicht so toll. Weil die sind ja alle Elite, Stufe 55 mit 3 Sternen und ja, das da ist teilweise einer schon manchmal etwas nervig. Wenn man halt wirklich 53 ist und immer noch die Anfänger-Level 10 Rüstung da hat, dann. Kann es gehen? Ich weiß halt nicht, wie es vom Damage-Output her ist mit der Rüstung. Ich hatte immer normale Rüstung. Deswegen kann ich das leider nicht beurteilen. Mit Stufe 55er Rüstung könnte man gut durchkommen. Weil die ist ja nochmal richtig gut. Im Gegensatz zu dem normalen Kack, den man so findet. Also ist kein Scheiß. Es war noch nie wirklich Scheiße. Außer der ganz krasse Müll. Alter, 22.000 TP. Die hat aber schon auf TP gesockelt. Das ist ja immer krass. Aber es ist normal. Also man kann. Ich habe letztens. Ich glaube. Doch, für Klerik habe ich letztens mal durchgeguckt, auch was man dir alles sockeln kann. Ich glaube, man kann sogar ein Blocken-Set machen. Ein TP-Set. Und halt das aggressive Set. Das heißt, man kann irgendwie drei Sets oder drei verschiedene Sets da machen. Das ist total krass. Und auch diese. Diese Diskussion, glaube ich, tust du das Blocken dann in dein Schild rein oder nicht und sowas, alles total ulkig. Aber bei der Kantorin gab es, glaube ich, auch einiges, was man da machen konnte. Oh, da wird jemand angegriffen. Das sieht aus wie eine andere Klerikerin. Oh, scheiße. Keine GK gerade. Hier muss er auch ein bisschen aufpassen. Die machen ein bisschen mehr Aua. Aber man kommt durch. Oh, bitte halt durch, 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 bitte halt durch. I'm on my way, my friend. Es sieht halt schon geil aus. Also ich denke mal, wir schaffen den ersten Boss. Oh, Taube und. Oh. Halte durch, halte durch, halte durch. Ich will eigentlich die Taube da eher töten. Okay, sie hat sie. Nice. Jetzt kümmern wir uns um den Abfall. Also man sieht selbst mit meiner schlechten Rüstung mache ich ein bisschen Schaden. So, der ist down. Ah, ich habe kein Dispel. Das ist so nervig. Lala, das ist so scheiße. Oh Mann. Nein, ich will nicht heilen. Ich will töten. Und er hat schon wieder Schild drinne. Was zur Hölle? Ach, da wäre jetzt ein Dispel so toll. Ich glaube, also looten werden wir wahrscheinlich eh nichts. Ey, wie geil, sie ist ein Roboter. What? What? Du bist ein Roboter? Na, oh, wie geil. Oh Mann. Sie ist ein Roboter. Wie geil. So, also man kann hier auch wieder die Schwierigkeitsgrade einstellen. Wir nehmen mal den sicheren Weg, wenn wir nur zu zweit sind. Das ist Schwierigkeitsstufe normal. Geht auch einen schweren Weg, aber wir sind nur zu zweit. Hier muss man einige Buffs auch manchmal neu machen, neu aktivieren. So geil. Wir werden hier, wie gesagt, nichts looten. Ab Stufe 65 lootet man hier nichts mehr. Das ist dann, ist so. Du findest, ab Stufe 65 hast du quasi eine Lootsperre drin, dass du hier nichts mehr gelootet kriegst. Lol.
Wie seht, also ich glaube, wir looten hier maximal. Ach, Scheiße, er hat Spiegelschild drinne. Das ist Spiegelschild. Jetzt hat er es raus. Man darf aber den Schaden von denen auch nicht unterschätzen, wenn man noch nicht so krass ist. Also noch nicht so krass overlevelt. Weil die können mit dem Spiegelschild, das ist eine ganz heikle Sache. Ich habe halt immer versucht, die zu one-shotten. Und das Problem war, wenn sie das Spiegelschild zu früh gecastet gekriegt haben, habe ich mich selber gewone-shottet und die waren am Leben. Und dann hast du ja noch den zweiten Mob und das war im Solo-One, war das immer manchmal ein ganz schönes Problem für mich. Das war irgendwie mal doof. Bei diesem Boss, da. Lol, da steht der läuft ja gar nicht mehr. Lol, die haben den jetzt gestayed? Wie einfach ist das denn? What the fuck? Okay, also hier steht noch ein Magus und da hinten steht auch noch Magus. Man kann die natürlich auch silenzen, dann kriegen sie es nicht durch. Aber man kann sie auch einfach schnell töten. Das ist auch einfach. Hier sind halt überall Mobs, da läuft einer und da hinten steht halt der Boss, ne? Sieht schon immer, der eine läuft nur. Ich bin so lange kein BT gelaufen, es ist unglaublich. Ich bin nur mit meiner Bade durch, habe die bis Stufe 65 gelevelt, das war's. Dann habe ich Abstand vom BT gehalten, einfach nur. Ah, Spiegelschild. Und tschüss. Kann nicht mehr schreiben heute. Hier läuft noch der eine Todesschütze rum. Was beim Solo-One wichtig ist, wenn ihr als Zauberer, Kleriker oder Barde diesen One macht, finde ich. Ich bin dann immer hier durch den Raum gelaufen und habe meine DPS gemacht, also Damage per Second Spells. Weil er bleibt immer mal stehen und macht seine AOE-Fähigkeiten. Und in der Zeit habt ihr Zeit zu heilen. Und dann könnt ihr das ganz gut sehen, wenn ihr auf der Minimap guckt, ob er stehen geblieben ist oder nicht. Das fand ich immer ziemlich hilfreich. Ich glaube, Beschwörer kann den auch mit einem Geist tanken. Aber mit EPS finde ich es ein bisschen einfacher als mit dem Geist. Können wir jetzt? Können wir? Ich denke mal, wir können. Im Solo-Ban machst du halt den ersten Boss hier. Dann machst du, wenn du die Gräber alle gemacht hast, den Geisterboss hier. Also du machst auf jeden Fall die Geister, weil du die GK brauchst. Und ansonsten machst du kaum Großbosse, weil du schaffst sie alleine einfach nicht. Du bist immer froh, wenn du den ersten Boss gelegt kriegst. Es gab auch eine Zeit, da hat man dann jemanden gesucht, der dir den ersten Boss gelegt hat. Und man selber hat dann quasi nur noch die restlichen ganzen Mobs gemacht. Weil die alleine bringen dir auf Stufe 53, wenn du das alleine machst, glaube ich auch um die paar Millionen EP. Der hat normalerweise auch noch einen Ring mit drin und alles. Ich würfel jetzt den Scheiß einfach mal. Die lassen wir jetzt erstmal stehen, weil die sind für uns gerade noch sehr uninteressant. Ich zeige dann mal die Grabsteine, wie man den halt beschwören könnte. Der hat, glaube ich, zwei Buffs gehabt. Das war einmal der Buff, dass du, ich glaube, so nur ein oder zwei, wo du der eine Buff ist halt gegen, dass du dich heilen kannst, egal ob Tränke oder Skills. Und der andere Buff war, glaube ich, dass du keinen Mana heilen kannst, während dieser Buff aktiv ist. Ja, man muss hier ein bisschen immer auf die Todesschützen alles aufpassen. Da hinten geht es dann weiter, aber ich denke mal. Wollen wir da. Ja. Ja, so, wir müssen ein bisschen abklären, so. Wir gehen gleich mal die Inseln, aber ich, können wir eigentlich können wir doch durchlaufen. Bisschen Verzögerung drin, okay. Ja, wir können ja eigentlich einfach durchlaufen. Weil wir sind ja 10 Level über den Mobs und da steht einer. So, diese Grabsteine, wenn ihr die zerstört, ihr dürft mich auch nicht angreifen, wenn ihr, wenn ihr die zerstört, alle, dann kommt nochmal ein Text, ja, der ist ein bisschen sauer gerade auf dich, dann kommt der Geist vorne. Den kannst du dann auch noch legen. Der ist gar nicht so schwer, aber ich würde ihn nicht unterschätzen. Ich würde es mal probieren, aber mit Stufe 53 würde ich ihn noch nicht machen. Ich würde ein bisschen später, ein bisschen warten.
Okay, hier stehen dann in den Räumen hier, die wir gerade, wo wir die Grabsteine machen, stehen hier die ganzen Mobs und die könnt ihr dann zum Leveln einfach nur für den EP-Run killen. Das ist kein Problem. Ich glaube, hier hatte sie schon. Los. Auf der anderen Seite ist dasselbe, also wir sind jetzt gerade auf der Seite. Auf der Seite ist dasselbe nochmal als Geist. Und wir gehen dann aber nochmal hier hin, weil hier hinten ist auch noch ein kleiner Boss, der ist aber alleine auch nicht so einfach. Hier hinten jeweils in den beiden Räumen stehen auch nochmal Bosse. Aber die machen wir jetzt nicht mit, das wär irgendwie sinnlos. Die sind einfach da. Du kannst sie, wenn du einen Teamrun machst, kannst du die gerne mitmachen. Aber es ist kein Muss. Ihr kommt auch ohne, dass ihr die Bosse aber gemacht habt, weiter, soweit ich weiß. Ich glaube, wir haben die so gut wie nur einmal gemacht. Weil die sind auch ein bisschen nervig. Die hatten so Kack-AOE-Attacken. Das weiß ich noch. Die kriegt man aber im Duo-Run tatsächlich auch klein. Ich bin mal mit einer Zeit lang mit einem Gunner hier rein. Da haben wir einen von beiden, glaube ich, immer gemacht. Es gibt da noch irgendwie so einen Schleimboss, aber wie wir da hinkommen, weiß ich nicht. Also hier der Manada, der ist da. Wollen wir fragen? Ich gebe definitiv danach eine Runde Heiltränke und Schriftrollen an Shizuko aus. So, das ist mir das Mindeste. Ich finde es mal cool, wenn mir Leute helfen für Aufnahmen. Und hey, Strongest Chicken, willkommen im Stream. Geht ja schnell, ja. Er geht zu zweit, also mit unserer Girl Power geht das hier klar. Als Klerikerin und Barde dürfte das alles kein Problem sein. Ich hasse es, dass ich so wenig DPS hab. Na komm schon. Jetzt. Auf der anderen Seite müssen wir die halt auch noch alle zerstören. Bin auf Heal eigentlich. Oh. Nice. Okay, das heißt, wir sind auf Damage und Heal. Ich habe kein Dispel. Das ist voll scheiße. So einfach kann er gehen. Auf unserem Level, nicht auf unserem Level geht es nicht so einfach. Weil dann kannst du die ganzen AOEs und alles nicht dodgen wie wir. Indem wir die einfach töten. Wir machen jetzt mal die Inseln. Da geht es nämlich darum, du kommst auf eine Insel erstmal und dann startet ein Timer. Dieser Timer, wenn er abgelaufen ist und du alle Inseln sowie den letzten Zwischenboss gemacht hast, dann spawnt ein anderer Boss, aber geschwächt. So, und das geht aber nur, wenn du halt die Insel vorher clearst. So, dann müssen wir hier den Bootsmann anfragen. Erstmal chillig da mit dem Boot rumfahren. Ich sehe müde aus. Alles klar, das liegt aber nur in der Beleuchtung. Lol, One Hit. Ach, stimmt ja. So, wir haben jetzt oben 7 Minuten. Für uns ist das jetzt alles hier One-Shot. Eigentlich. Wollen wir uns nicht anstrengen. Es sind 3 Inseln gewesen. Sieht man auch auf der Minimap, sieht man's. Die looten, also wenn ihr die lootet, die werfen normalerweise, werfen die Geld ab. Dann haben wir hier einmal den. Nein! Worst Case! Dann haben wir einmal den Seelenfresser immer am Ende. Und den müsst ihr halt besiegen, damit der Bootsmann spawnt, damit ihr zur nächsten Insel könnt. Ich muss jetzt gucken, wie ich da hochkomme. Oh, bitte lass mich hoch. Yay, sie haben es runtergesetzt, dass ich hoch kann. Wie schön. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, aber das ging nicht so glimpflich aus. Weil ich glaube, die haben die Inseln ein bisschen runtergesetzt. Ich glaube es aber nicht. Normal reicht es auch, wenn ihr nur die Seelenwache halt tötet. Man kann ja rüberlaufen.
Alles klar. Ah, nice. Aber ist halt nur empfehlenswert, so als Heilerklasse, muss man mal so sagen. Also sonst musst du ganz schön Tränke schlucken. So, jetzt darf der Boots mal wiederkommen. Ich möchte aber die schöne Animation haben. Da. Ich mag es, Boot zu fahren. Krieg das auch allein hin. Die Rüstung sieht halt irgendwie kacke aus mit dem Oberteil. Ich will mein altes zurück. So. Ich glaube, sie ist rübergelaufen. Da laufen wir jetzt auch mal rüber. Ich gehe nur die Seele machen. Hä, sie kommt auch nicht rüber. Ich dachte mir schon, also die müssen es ja. Doch, habe ich. Nein, sie sind alle weg. Oh lol. Hat sie den gerade getötet? Oder lag es daran, weil ich den Seelendinger schon getötet habe? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob er jetzt da ist. So. Angekommen. Ja. So, das hier ist der, den ihr dann erfahrt, wenn der Timer noch nicht abgelaufen ist. Wenn der Timer abgelaufen ist, ist er nicht mehr da. Sie ist auch da. Nice. Ich habe den schon mal gelegt. Der droppt, glaube ich, auch irgendwas Cooles. Halbwegs Cooles. Ich weiß es ist eher, ohne Witz. Ich bin diese Instanz, glaube ich, das letzte Mal. Letztes Jahr gelaufen oder Anfang diesen Jahres. Aber ich bin es, glaube ich, dieses Jahr nicht wirklich gelaufen. Weil ich brauchte es halt nicht. Ich war mit den meisten Chars noch nicht so weit und mit der Pfade brauchte ich es dann nicht mehr laufen. Das war ja. Jetzt haben wir hier den guten. Der ist ein bisschen kacke. Der spawnt vier Adds in den Ecken und die sind irgendwie alleine. Da fand ich den immer scheiße. Also ich habe den auch damals mit Stufe 65 nicht geschafft. So, hätten wir es auch geklärt. Ja, ich hatte das. Ich hatte das Mikro kurz aus, meine Tante mich kurz das gefragt hatte. Zwecks Abendbrot was mitbringen, aber. Ist halt so, wenn man nicht alleine wohnt. Nee. Aber wir haben den doch jetzt ganz gut gelegt. Also, er hat einmal die Ads gespawnt. Aber die sind halt, wenn du alleine bist, sind die halt voll scheiße, weil dann musst du alleine mal schnell die vier Ads machen und dann kannst du mit ihm weitermachen. Denk mir so, warum nach. Ja, es ist Weihnachtszeit und wir hängen bei uns in der Familie, hängen wir immer, haben wir angefangen, jetzt einen Zettel an die eine Tür zu hängen bei uns, wo jeder reinschreiben soll, was er sich denn wünscht. Und ich habe mir bis jetzt irgendwie nur Socken gewünscht. Es sind ja besondere Socken. Ja, es gibt besondere Socken, weil ich habe mir nichts, was ich mir wünsche, also nichts, was ich wollte, dass mir das andere holen. Beziehungsweise mein PC habe ich mir bestellt, aber es wird Ewigkeiten dauern, ehe der mal da ist, weil die CPU einfach gefühlt nie da sein wird, weil Intel sich so dachte, ja, wir bringen da was Neues auf den Markt, aber in einer Masse, die ein bisschen wenig war. Und jetzt warten irgendwie ganz viele Leute darauf, dass die halt wieder auf Lager ist. Einer davon bin ich. So, hier ist Schleimi. Leimerino und hier ist noch der
Hier ist noch der Verfluchte. Was macht denn der nochmal? Pass ihn mal ins Smiley. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie lustig. Nein, nicht aus meiner Reichweite. Oh Mann. Hier gibt es auch noch diese Schleimboss, aber ich weiß glaube ich gar nicht. Ich weiß nicht genau, wie man. Kam man denn zu dem hin? Gab es so einen Trick, glaube ich, oder? Kamst du nicht durch die Wand? Der macht auch böse. Böse Aura. Er hat gerade fast 5000 Leben oder so abgezogen. Was? Oder 1000? Auf jeden Fall ein bisschen. Na, 3000 fast. Brennendes Herz. Juhu. Ich hab kein Mana, was da so. Wie kommt man dann? Ich glaube, mal gucken, mal da hinten. Das ist der Pestbringer, aber. Das Problem ist halt, er vergiftet dich. Und wenn du dagegen nicht widerstandsfähig bist, dann killt dich das. Sehr, sehr schnell. Deswegen habe ich den tatsächlich nie mitgemacht, den Pestbringer. Aber ihr scheint der. Also, wir haben jetzt Widerstand dagegen. Und da war es auch schon tot. Es ist eigentlich eine verlorene Seele. Was? Es hat gerülpst? Was? Was? Wie dumm ist das denn? Hier, ich halte dich mal ein bisschen. So. Die könnt ihr auch alle machen, wenn ihr Solo-Duo-Bahn macht, weil das bringt auch nochmal alles schöne EP. Selbst in Duo-Bahn macht das bringt ziemlich viel EP. So, wir sind jetzt hier die ganze Ecke durch. Als nächstes müsste man hier dann durch den Garten, hier die Hof der Ewigkeit und dann wird man, glaube ich, bis hier runter teleportiert zum Drachen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir das schaffen. Ich würde aber mal so sagen, ja. Ich bin optimistisch. Weil wir sind ziemlich hoch vom Level her und ich habe irgendwie keinen großen Respekt mehr vor dieser Instanz. Bei dem Drachen, also bei, wie hieß denn der? Beim Donnerdrachen gab es auch so eine Rüstung. Auf die einige ganz schön scharf waren. Und es gibt Flügel. Es gibt nämlich diese berühmten Donnerschwingen. Diese blauen Drachenschwingen mit ein bisschen Schwarz drin. Aber ich glaube, die hatten nicht so eine ganz hohe ach komm schon! Droprate. Man kann auch hier den, die beiden kann man auch noch machen im Solo-Duo-Band. Das ist auch kein Problem. Aber den nächsten Boss würde ich als Solo-Duo-Band jetzt nicht unbedingt machen. Also den habe ich persönlich immer weggelassen. Es war mir einfach zu anstrengend, weil ich glaube, der war auch ein bisschen nicht ohne und die schön stehen lassen, bleiben auch stehen. Der wird nice. Der, ich finde den richtig scheiße. Oh Mann. Ashisugo scheint auch mehr zu wissen als ich und das, obwohl sie irgendwie eine Weile auch nicht gespielt hatte. Er ist halt cool, keine Frage. Er sieht schon ein bisschen episch aus, aber ich hasse ihn einfach nur. Ich fand, das ist immer so ein übelster Kackboss gewesen von allen. Aber sonst kommen wir nicht weiter, wenn wir den nicht machen. Ich habe leider auch kein Dispel, das ist das Problem. Hat der ein Spiegelschild drin? Nein. Das war's, das war alles. Och, das ist ja schwach. Junge, du bist doof. Ich habe mit mehr gerechnet. Ja, ne? Easy. Ja, der dreht sich normalerweise und alles. Das ist, er ist eigentlich ein bisschen die Hölle manchmal. Aber die Landmark-Kopie finde ich jetzt auch doof. Also die Landmark-Kopie fand ich fast noch schlimmer als das, den da. Da weiß ich nur noch, die Anweisung von Gruppenleader war immer, stellt euch hinter das Pferd. Alle außer der Tank stellen sich hinten an den Arsch des Pferdes. Ansonsten heißt gute Nacht und nochmal machen. Hier sind halt die ganzen Kackdrecks, langweiligen Viecher. Ihr könnt mal auf die Minimap gucken. Es ist alles voll mit denen. Das ist immer ein bisschen nervig gewesen. Lass den Shugo machen. Okay. Ich folge jetzt einfach mal. Wir machen das, was wir machen wollen und worauf wir Bock haben und was halt funktioniert und geht. Oh, es sieht halt schon geil aus. Es sieht geil aus. Ich finde es so schön, auch mit der Musik ist so geil. Sie ist so schnell. Ach ja, der ist schon gestimmt. Der ist auch nicht so schwer. Ich würde den mal nach hinten ziehen eigentlich. Ich weiß, also mit Low Level geht der eigentlich hier am Rand lang. Oder ist er, glaube ich, hier lang.
Und geht nicht einfach so wie wir jetzt hier durch. Weil ihr würdet diese ganzen Punkte, die roten Punkte, die ich ihr auf der Minimap gesehen habe, würdet ihr anziehen. Und ich glaube, keiner hat so wirklich Bock, dagegen 50, 60 Mobs zu kämpfen. Oh, da ist jemand vergiftet. Alter! Was? 5 Giftspells? What the fuck? Und sie kann sich scheinbar auch nicht dispellen. Das ist ja doof. Jetzt gehen wir mal zur Landmark-Kopie. Also normal geht ihr wirklich halt hier am äußersten Rand des Randes weiter. Weil, wie gesagt, ihr wollt hier nicht die ganzen Mobs anziehen. Und hier stehen nur vereinzelt welche. Nicht so wie hier der ganze Haufen. Also ihr lauft eigentlich wirklich hier so am Rand lang. Bis dahin zum Tor. Und dann seid ihr happy. Den Schoko kann man dann auch noch mitmachen. Da kommt man auch ganz gut ran, wenn man am Rand läuft, glaube ich. Aber hier seht ihr, hier ist nix. So gut wie nichts. Wenn mal einer einen anzieht, ja gut, dann macht er den halt mal. Aber die meisten sind dann keine Elite oder nur 2 Sterne oder so. Das geht dann mal. Kommt ja das scheiß Pferd. Ich hasse das Pferd. Es ist so doof. Eigentlich ist es Land. Ich wo das erste Mal halt. Ich bin, glaube ich, nur ein letztes Mal wirklich komplett BT gelaufen. Jetzt ist mein zweiter Run. Für mich ist das eine Kopie von Landmark. Weil er fast genauso aussieht, nur nicht ganz so geisterhaft. Stell mich an Pferdearsch. So. Ich bin am Arsch. Ja, yeah, ich habe auch ein Pferd. Du meinst, es ist ein Einhorn. Ach Mann, ich wollte keine Aggro. Dann werde ich gleich Aggro. So, hier noch ein bisschen davon, ein bisschen davon. Naja, ich muss ja eigentlich tanken, weil meine Klerikerin kann mich dann besser heilen. Muss ich mich um nichts so, so sorgen, außer um Damage. Also sie macht ja auch gut Damage. Ey, das Pferd ist weggeflogen. Und es hat uns den Schlüssel für den Tempel der Ewigkeit gegeben. Dankeschön. Yay! Jetzt können wir in den Tempel rein. Das war schon der Garten. So, zu zweit geht das halt voll. Lol, sie hat voll die süße Rüstung. Geht das eigentlich ziemlich einfach. Ich erinnere mich aber, dass, war der Boss nicht ziemlich doof? Naja. Wir laufen jetzt mal durch. Ich weiß gar nicht, ansonsten tut man sich klar, ob ich ein bisschen durchsneaken an einer Seite, wenn ich mich recht entsinne. Oder kommt man. Man kommt sogar eigentlich in der Mitte durch. Eigentlich muss man nur den da töten und halt da vorne die. Aber dann kommt man eigentlich durch. Aber die sind schon schnuckelig mit 5 Sternen. Oh ja, das war dieser Kackboss. Oh, wie ich ihn gehasst habe. Der war so scheiße. Man tötet nur eine Seite. Oh, okay, okay. Okay. Ich habe meinen Senpai mit. Toll. Please teach me, Senpai. Oh, das ist so süß. Sie hat sogar eine Feder, what? Ich will auch eine. Ich habe immer noch keine. Ich traue mich nicht, mir eine zuzulegen. Lass mal schauen, wie viel Damage wir haben. Okay, okay, machen wir. Okay, sie hat ihren Retz-Zauber auf uns draufgelegt. Das ist schon mal. Dann wollen wir mal. Der ist ein bisschen doof, der Boss. Finde ich. Können wir? Ready? Gold plus 8 verschenkt. Oh, da traut sich aber jemand was. Machen wir Full Damage. Oi, 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 oi. Wir haben ihn fast auf der Hälfte. Ich weiß gar nicht, was die Artefakte gerade machen. Muss ich mir von meinem Senpai mal erklären lassen. Als eine ist es wahrscheinlich ein Angriffsartefakt und das andere ist wahrscheinlich ein magisches Artefakt. Und da seht ihr auch schon, da wurde jemand geghostet. Ruft mal einer bitte die Ghostbusters. Das, ach stimmt, das fand ich immer so mega scheiße an diesem Boss, wenn er dich verwandelt hat. Du konntest nichts machen als rumlaufen. Es war so nervig. Ich finde das so, ich finde das immer so ätzend. Zum Glück kann ich mich heilen. Das war jetzt ganz, ganz praktisch. Und tschüss. Haben wir was Schönes? Ein Herz, toll. Die geben uns halt alle nur noch Herzen, weil wir sind so gut. Wir sind einfach so krass, dass wir nur noch Herzen von denen kriegen. Also die finden uns so toll, so attraktiv, uns beide, vor allem sie. Oh, sie ist so süß. Dass sie uns ihr Herz schenken. Cool.
war wirklich süß. Oh Mann. Meditation, wo ich hin muss. Das ist ein Ich des Tempel Ausgang. Wollte einfach, ich will mal den Drachen gucken. Es gab doch diesen Drachen. Kam doch, glaube ich, noch dahin. Das war doch im Keller. Gab's doch den Drachen mit den Windhosen und den Wirbelstürmen und hast du nicht gesehen und dieser Kackdrache, wo alle immer so heiß auf die Flügel waren. Warte, jetzt muss ich kurz nach. Oh Gott, gib niemals BT-Drache bei Google ein. Ja. Location. Warte. Gibt's da nicht noch? Kann man da nicht hin? Wie war denn das? Gott, ich bin Rentner geworden in Alien. Meine Fresse. Ja, Bischof des Tempel. Monster. Strong is Omegan. Ach so, warte. Wir sind jetzt. Die 1D ist Captain Lakara, den können wir auch noch machen. Und da ist eigentlich ein NPC, der uns zur Sturmwinge bringt. Ich will mal ganz kurz. Wir können ja Laufschriftrollen verwenden, das ist ja nicht das Ding. Kann sein, dass wir. Aber es gab, glaube ich, keine Kampagnenquest dafür. Ah, alles klar. Ich glaube, wir müssen dann auf diese Kugel klicken und dann kommen wir nämlich genau hier hin. Und da ist die Sturmschwinge und die Sturmschwinge ist einer von zwei Bossen. Es gibt auch noch den Blairsturm. Den gibt's auch noch. Oh Gott. Es gibt irgendwie 10 richtige Bosse und dann nochmal 5 optionale oder so. Oder... Allein in dem Raum mit sie gibt es auch noch mal einige Mini-Bosse. Aber Sturmschwinge ist halt gefragt gewesen, immer wegen der Rüstung und wegen den Flügeln. Weiß ich noch. Ich glaube, wir hatten in unserem Mann damals auch einmal die Flügel gehabt, aber die habe ich nicht gekriegt. Gehen jetzt nochmal zurück und machen mal hier den Captain. Den Flairstorm ist das sogar. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ohne Witz. Und dann gucken wir mal. Bin, glaube ich, da dran vorbeigelaufen. Wird verwendet. Oh, da steht da schon. Oh, Schlüssel. Oh, wo war der? Oh Gott, wo ist der Schlüssel? Oh Mann.
Ach so, okay, den Schlüssel bekommst du nur. Also den Schlüssel bekommst du nur über die Sturm. Wo laufe ich jetzt hin? Über die Sturmschwingen-Quest. Ansonsten kommt ihr da nicht ran. Jetzt wissen wir es so. Ich habe nebenbei einen guten Guide offen, wo drin steht, wie man durch die Instanz kommt. So auf Englisch, aber ich verstehe es. Also ihr seht, ich höre es. Alles klar. Ich vergesse das immer. Es ist schlimm. Also hier stehen auch noch so Mini-Bosse. Das sind paar, es waren vier, fünf, die man auch noch töten kann. Die stehen hier so im Raum. Und ansonsten gucken wir mal, dass wir jetzt zur Sturmschwinge kommen. Ich hoffe, wir kommen jetzt auch ohne Sturmschwingen-Quest hin. Ich hab's dir gesagt, ein einziges Mal im ganzen Alien-Leben bin ich das gelaufen. Ein einziges verdammtes Mal. Sonst nie. Nie, 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 nie. Genau wie Udas. Da bin ich einfach mal mit der Baderin, wo sie ein bisschen overlevelt schon war, weil ich mal wissen wollte, was da so los ist. In der Instanz. Weil die gehst du normalerweise eigentlich nicht. Übel lustig. Okay, safe. Kommen wir da nicht einfach durch? Ja, wie war das mit dem Schlüssel? So, willkommen bei der Orkanschwinge oder Sturmschwinge, wie man es auch nennen möchte. Ich muss einen Screenshot machen, wie immer. Einfach, ich liebe Drachen. So. Cool, wollen wir? Bei uns wird da bestimmt leider nichts drin sein. Ich glaube nicht mal, die Flügel werden droppen. So, wir lieben den Drachen. Wie cool. Auf geht's. Also, der beschwört einige Male so Stürme ringsherum in der ganzen Arena. Also, wir sind jetzt quasi da, wo ich hin wollte. Und in diese Stürme bitte nicht laufen. Ihr seht, er macht böse AOE-Schaden, er macht AOE-Stunts. Hier genau die. Die sind mega scheiße. Wir sind jetzt widerstandsfähig dagegen, das ist gut. Wenn du dagegen nicht widerstandsfähig bist, versuch sie zu zerstören oder. Na toll. Zu zerstören oder zu dodgen. Aber ich glaube, die kannst du kaum dodgen. Die ziehen nämlich sofort Aggro auf dich. Die müsst du also zerstören. Oh Gott, bin ich froh, dass ich schon Level 69 bin. Sonst hätte ich nicht so viel Widerstand, wie ich es jetzt habe. Weil ihr seht, die Dinger stunnen euch und wirbeln euch nach oben und die. Nee. Das will man einfach nicht. Ey! Party! Party! Oh, Warpile-Essenz. Das finde ich toll. Truhe der Rückkehrer. Ja, genau! Die kann ich mir nicht öffnen. Also, normal ist in Tiamat, Tiamat sag ich schon. Tiamat ist auch ein Drache. In Orkanschwinge sind halt Flügel und Orkanschwingen-Rüstung kann der auch droppen. Gibt es ein ganzes Set von. Cool. Weiß. Oh Gott, ich kann nicht schreiben. So, und hier kommt er dann der Ausgang des Eiskerkers. Also, wie ihr merkt, es gibt auch eigentlich eine Quest für die Instanz, dass ihr halt. Oh Leute, wir kommen doch zurück. Hoppel. Dass ihr halt auch den Eisfeuergeist da noch besiegen könnt. Die habe ich, glaube ich, damals auch gemacht. Und das ist. Oh, cool. Und das ist jetzt wirklich eigentlich BT. Mehr ist es nicht. Das ist jetzt, wir sind jetzt die gesamte BT gelaufen, also für Gruppe. Und wie gesagt, es ist eigentlich, viele sind es, viele laufen es halt im Solo-Duo, zwecks EP. Sind wir jetzt draußen? Nee. Lol. Weil, es bringt halt verdammt, verdammt viel EP für Stufe
53 bis 65, du brauchst das Ding 3-4 Mal laufen oder so. Am besten noch ein EP-Amulett hinterher. Und ihr seid schon 65. Das war damals der beste Weg, um zu leveln. Es war einfach geil. So, und wir gehen jetzt gleich die nächste Instanz. Oh Mann, das wird mein First Run. Das wird lustig.